Stück eine klare Differenz, wie man mit Fakten umgeht. Das Allerwichtigste bei der Produktion ist, und das kann man mit diesem Stück, finde ich, toll zeigen, und das ist jetzt aber auch ein Eingriff in das Stück, das steht jetzt vielleicht erstmal nicht so im Stück drin, aber man kann das eben, und das ist ja immer bei guten Texten, kannst du ja viel, viel mehr denken als nur eine Lesart. Da gibt es natürlich Analogien zu allem, was uns gerade umgibt, an Vergiftungen, an einer Umwelt, die toxisch zu tragen hat. Ich glaube, dass es ein total gewinnbringender Moment ist, wenn zwei Leute, die sich eigentlich für dieselbe Sache einsetzen, auch zusammenfinden und dann zusammenarbeiten. Politik und Wahrheit ist ein spannendes Thema. Sie versucht, mit ihrem Bruder persönlich zu reden in der Sprache, wie sie mit dem Bruder spricht. Ich glaube, dass uns eine große Nähe erst einmal verbindet. Die gemeinsame Kindheit, vielleicht auch eine gemeinsame Suche nach Gestalten von Leben in der Wissenschaft oder in der Politik. Ich finde hier wahnsinnig interessant, wie eine Gesellschaft, wir denken mit hinein, dass eigentlich alle das Gute wollen, dass wir auch das Beste wollen für das Zusammenleben, die Stadt, die Gesellschaft, in der sie sind. Und alle wollen was Positives beitragen. Und natürlich sind das unterschiedliche Haltungen. Petra ist eine junge Studentin, die im großen Clinch mit der Welt ist, sagt ganz offen, wie es ihr geht, was sie denkt und warum es ihr so wichtig ist, mit so viel Energie für etwas einzustehen und auch gegen Leute vorzugehen. Frau Dr. Betty Stockmann, ihres Zeichens relativ noch frisch installierte Kurärztin in einem kleinen fiktiven Kurort. Diesen Skandal, also diese Vergiftung, deckt die Figur der Betty Stockmann, also als Kurärztin, deckt das auf, weil sie hat Patienten, die auffällige Symptome haben. Sie kommt drauf, dass das mit dem Wasser zu tun hat. Sie lässt eine Analyse machen. Ich glaube, dass ich als Figur, als Politiker, als Bürgermeister immer die Verantwortung dafür trage, dass man verschiedene Positionen zusammenführt. Mein Spagat, wie ich es auch im Stück nenne, besteht, glaube ich, darin, dass man eine Verantwortung spürt als Bürgermeister, als Politiker für die Bevölkerung, in dem Fall auch für die Badegäste, die in unseren Ort kommen. Und irgendwann sind diese unterschiedlichen Haltungen so unterschiedlich, dass sie nicht mehr zueinander kommen. Und dann radikalisieren sich Haltungen und das führt dann zu Spaltungen. Und die Spaltung ist plötzlich da, obwohl es eigentlich keiner wollte, denn sie ist extrem. Und es fällt eigentlich total auseinander, es fliegt einem um die Ohren. Wir haben uns tatsächlich immer als Gruppe getroffen und haben Stück für Stück uns herausgefordert, uns gegenseitig ergänzt und gepiesackt und gekontert. Das war eine große Freude, es ist eine große Freude, so zu arbeiten. Der Ibsen eben diese Freiheit lässt, wie vorher ausgeführt, mit der Sprache viel offener umzugehen als viele, viele, viele andere Autorinnen. War es mir sehr wichtig, dass die SchauspielerInnen auch selber lernen, autark darin zu sein und zuzugreifen und das umzuschreiben, und zwar in einer völligen Freiheit. Wir haben sehr, sehr lange zusammen im Kreis gesessen und alle immer im Kostüm, was ungewöhnlich ist. Ein Angebot an die ZuschauerInnen zu denken, okay, das finden wir auch nicht gut, was da passiert, das erleben wir auch gerade, aber wir spüren auch die Sehnsucht hier im Raum durch die DarstellerInnen und durch uns als ZuschauerInnen auch, dass man eigentlich das andere nicht verlieren darf, dass man diese Sehnsucht nach der Gemeinsamkeit nicht verlieren darf, und deswegen sind die Nächte da eingebaut. Wie schafft man es, miteinander zu sprechen, zuzuhören? Wie kann man Kritik üben oder Kritik annehmen, ohne dass man persönlich gleich beleidigt ist? Das ist eine Frage, die ich vor dem Stück schon hatte. Das ist eine Frage, die ich mir jetzt nach dem Stück noch stelle. Wie schnell müssen wir reagieren und agieren?